Herzlich willkommen bei Motorrad Christiansen. Ich bin's mal wieder, der Gerd. Ja, wo ist er denn? Kameramann, wo ist er? Hast du den im Blick? Hast du den im Blick? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ach, noch. Der ist schneller als ich, Mensch. Ja, ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Da kriegt er jetzt die volle Tüte ab. Heute ist ein bisschen schattig. Nach Wunsch machen wir jetzt endlich mal das schöne Moped. Die Motoron Revolver. Haben schon einige nach angefragt. Sehr, sehr cooles Maschinchen, sage ich jetzt mal so. Harley-Style, nicht versprechen, Gerd. Teilmäßig kann man sagen. Wir fangen jetzt mal wie üblich bei der Sitzgröße an. Wie ihr seht ihr, ist cool. Ja. Ich habe massenweise Platz. Sitzhöhe gibt der Hersteller vor 780 mm, aber ist handlich und was halt ein richtiger Style ist, du sitzt halt schön vorne. Ja. Wie man bei meiner vergleichen kann, ja, wisst ihr selber, was ich inzwischen fahre. Und ich finde es halt handlich, finde es teilweise sportlich, wenn du drauf sitzt. Okay, die Spiegel, schauen wir mal. Ja, hätten sie ein bisschen länger machen können. Ja. Oder man macht es ganz einfach, man macht schöne Popperspiegel dran. Entweder da oder da. Kommt vom Style noch ein bisschen besser, finde ich. Was jetzt ich gleich als erstes gesehen habe, siehe da, die hat einen Seitenständer und hat noch einen Hauptständer. Ist auch nicht alltäglich. Ja, siehe Seitenständer. Hauptständer. Ja. Das ist schon mal eine Hausnummer. Ein Daumen nach oben. Zwei Daumen nach oben. Was mir so auffällt auf den ersten Blick, okay, das ist schon mal eine Gerade. Also, lieber Hersteller, da hätte die auch mal schön in die Mitte setzen können. Ich schätze mal, das war kurz vor Feierabend bei den Chinesen oben und die haben sich wahrscheinlich schon eine geraucht oder vielleicht schon einen Feierabendtrunk gemacht und da hat er gesagt, okay, passt, klebt mal drauf. Kann man auch runter machen. Was so auf den ersten Blick halt auffällt, so vom Heck her bis zum Tank, Tank wird volumiger. Und das hier fällt stark auf, na, von was für ein Motorrad ist das? Würde man sagen, Harley-Style, habe ich auch sowas. Und den Bauch hin Tank auch so nach oben gezogen. Das Ganze geht dann noch praktisch in den runden Tacho mit rein. Wir schmeißen sie mal an. Oder beziehungsweise wir machen sie mal an. Jetzt haben die wirklich das Zündschloss vergessen. Ihr braucht Brille. Zündschloss. Ach, warte mal, wo hat denn Harley das Zündschloss eigentlich? Da! Das ist doch wohl kultig. Ja, auch das haben sie nachgemacht. So, wir starten das Ding mal. Fährt erstmal alles schön nach oben. Ja. Ja, jetzt ist es leider draußen ein bisschen hell. Die hat auch eine schöne Hintergrundbeleuchtung. Ja, guck mal da ein bisschen rein. Da sieht man das, glaube ich, auch ganz schön. Ich finde das auch schön, die Hintergrundbeleuchtung. Du hast natürlich auch alles, was Herz begehrt. Ich setze mal wieder meine Ding auf. Du hast einmal Tankanzeige, hast du drin, Kilometerzahl hast du drin. Und was sie ganz pfiffig gemacht haben, siehe da. Du hast wirklich deine Ganganzeige 1, 2, 3, 4, 5 leuchten auf in Rot. Das ist schon mal richtig überlegt, weil viele sagen, okay, Ganganzeige. Das ist eigentlich schon richtig pfiffig gemacht. Finde ich auch ganz toll. Rücklicht, LED gehalten. Blinker natürlich auch. Was ich jetzt aber dazu sagen muss, noch größere Blinker hätte es nicht gegeben, glaube ich. Ja, hätten sie mal ein bisschen kleiner machen können. Sonst kann ich bei der Maschine eigentlich gar nichts beanstanden. Vom Technischen, von der Optik finde ich sie richtig nice. Auch hier, wenn man jetzt guckt mal hier die schöne Feder an, hier auch mit den abgesetzten Kupfer, sage ich jetzt mal, Farben. Du kannst es auch wieder einstellen, also praktisch weiter nach unten. Federt sie nicht, also wird sie strammer und wenn du es nach oben machst, federt sie halt weiter ein. Das Gute ist halt, wenn du jetzt wirklich zu zweit fährst, dann würde sie auf jeden Fall mehr auf Spannung machen, dann federt sie hinten nicht so weit ein. Auspuff. Auch sehr gelungen. My Style, ja. Wir fangen jetzt mal wirklich an. Ich gehe jetzt mit euch einfach um das Fahrzeug rüber. Wir gehen auch die Reifengröße durch, dass ich auch nichts mehr vergesse. Wir fangen jetzt mal einfach an mit dem vorderen Reifen.
Wir schauen, wir lesen auch das direkt selber mal ab. Gerd braucht Brille. Was haben wir denn drauf? 90-90 18 Zoll. Ja. Meine, von vorne seht ihr ja selber, ist auch ein bisschen dünn gehalten. Wir machen die Zündung mal wieder aus. Profiltiefe ist sehr, sehr viel drauf. Und was mir halt schon aufgefallen ist, jetzt nehmen wir sie wieder auf den Hauptständer. Bei der hier, du hast einen richtig, richtig dicken, fetten Hinterreifen. Bei einer 125er, also ich sag schon mal, das ist eine Hausnummer. Sportlich, sportlich. Wir drehen mal am Rädchen. Oh, brauchen wir gar nicht viel drehen, guck mal. Da haben wir jetzt einmal drauf 140-90, 15 Zoll. Und das ist schon eine gewaltige Hausnummer. Bei dem Fahrzeug haben wir jetzt einmal ABS hinten verbaut und vorne ist CBS mit drin. Ob das Sinn macht, denke ich mal ja. Aber zwei verschiedene Bremssysteme. Ja, wir werden es gleich mal testen. Ich nehme sie dann gleich auf Live-Fahrt mit. Das Ganze, gut, ich habe es jetzt nur noch zweimal in Grau da. Den Tank gibt es auch in Schwarz-Matt. Ja. Auch die Naht hinten, einmal hell gehalten, finde ich gar nicht so schlecht. Also vom Style her sagt das eigentlich schon alles. Klangtechnisch, wir können es ja gleich mal anschmeißen. Dann hören wir uns mal kurz den Klang an. Vorne haben wir halt natürlich keine LED verbaut, da haben wir halt ein normales Bündchen drin, auch Standbündchen. Das andere ist halt alles LED. Schalter, auch so wie jeder kennt. Da ist ja jetzt praktisch schon den ersten Gang drin, ist auch wirklich beleuchtet. Macht Sinn, ja, also da haben sie sich wirklich was gedacht, wo die Kunden eigentlich auch zufrieden sein kann. Schalttechnisch lässt sich die auch butterweich schalten. Ich habe sie schon ein paar Mal auf dem Hof gefahren, weil der Kunde sich interessiert hat. Das kurze Stück hat schon richtig Spaß gemacht, ja. Siehst du, hätte ich schon beinahe wieder die Hälfte vergessen. Brrr. Bei der haben wir jetzt halt das Problem, die hat jetzt halt natürlich jetzt nicht so viel PS, gell? Da kommen wir auf 10 PS. Ah. Nee, 10 kW. Nee, 10 PS. 10 PS. Ich bin halt schon ganz durcheinander. Ja, weil ich mir einfach Gedanken mache, weil ich auch die Resonanzen von euch durchlese. Wie gesagt, ich vertrete meinen Chef. Der kann es natürlich schon ein bisschen besser. Der hat auch jahrelang schon Erfahrung. Und von der Technik hat der natürlich auch mehr Ahnung. Also der erklärt es euch natürlich schon besser als ich. Ich gebe immer mein Bestes, das wisst ihr ja. Und ich denke mir mal, ihr werdet mit klarkommen. Und ansonsten könnt ihr mich ja anrufen, dann können wir das nochmal Schritt für Schritt durchgehen. Ist okay. Ist luftgekühlt, ja. Also wie gesagt, ist Einzylinder Viertakt. Wir haben 125 Kubik. Wir haben Sechsgang. Gerd braucht Brille. Nein, Fünfgang. Da haben wir schon wieder was gefunden, was der Hersteller irgendwie ein bisschen blöd geschrieben hat. Wir haben das nämlich alles rausgelesen. Ihr wisst ja, ich habe so viele Fahrzeuge, alles kann ich mir nicht in den Kopf halten. Wir haben es jetzt heute ein bisschen raffinierter gemacht, dass er vielleicht nicht ganz so blöd ausschaut, dass ich einen Zettel nehme. Ich habe auch momentan überhaupt kein Buch von dem hier oder beziehungsweise Beschreibung vom Hersteller. Das ist dieses Jahr ein bisschen mager alles. Der Kameramann hat es für mich ganz fein gemacht. Ich kann zur Kamera schauen und kann gleichzeitig unten ein bisschen ablesen. Jetzt haben wir schon wieder einen kleinen Fehler gefunden. Die haben auch geschrieben, also euch nicht verleiden lassen, Einarmschwinge hinten, also beziehungsweise Einarmfederung. Stimmt nicht. Wir haben zwei links und rechts. Will ich bloß mal korrigieren, warum sie das geschrieben haben, kann ich euch nicht immer so sagen. Höchstgeschwindigkeit, denke ich mal, bei dem, da werden wir so bei 90 irgendwo da liegen. Es kommt halt auch immer aufs Gewicht drauf an, wie viel Gegenwind hast du, wie viel nimmst du mit. Benzinverbrauch war die ziemlich weit unten, glaube ich. Ich habe irgendwas gelesen, circa auf 100, 1,9 irgendwo da. Aber wie gesagt, ist auch immer Hersteller. Ja? Habe ich euch jetzt alles gesagt und nur so weit durch. Ich hoffe, ich wäre ein bisschen besser. Ich glaube, vom Motorrad zu Motorrad wird das wohl ein bisschen besser werden. Aber wie gesagt, der Fachmann ist halt immer noch mein Chef und den vertrete ich halt jetzt hoffentlich relativ gut. Ja? Im Großen und Ganzen würde ich sagen, Leute, wir sehen uns gleich zur Probefahrt. Ja? Ich bin schon mal gespannt. Dann bis später oder bis gleich. So, schon mal Handschuhe vorher anziehen. Schlauer Mann. Guck mal, da hängt der Chef da. Hallo Chef. Und sehe da, da ist die Anzeige. Kann man auch ganz gut ablesen, dass man jetzt im vierten Gang ist. Ja, also von der Sitzposition ist es angenehm. Denkt man auch, wenn du etwas größer bist oder wenn ihr ein bisschen größer seid, kommt man da bestimmt auch schon mal ganz gut klar.
Also so im Großen und Ganzen kann ich eigentlich schon nicht meckern. Ja, auch so, wenn du die Füße wieder gleich nach oben machst, du kommst an alles schön ran, sind ausreichend groß, auch der Gangschalthebel ist gut. Lässt sich auch butterweich schalten, also echt, haben sie wieder gut hingezaubert. Linker wieder links und rechts Anzeige, auch die Rückschaltung von ersten auf neutral, wirklich ohne Hakeln, ohne allen. Auch Bremshebel ist richtig gut. Also wie gesagt, vom Knieabstand seht ihr ja selber, da ist noch massenweise Platz. Also man kann sich eigentlich drauf wohlfühlen. Und man kann auch alles schön ablesen. Gut, das Blaue unten ist jetzt nicht ganz so kräftig, wie man das so sieht, wo die Tankanzeige ist hier. Da muss man schon ein bisschen genauer gucken. Aber na ja, im Großen und Ganzen siehst du es ja auch. Und die ist schön blau beleuchtet. Oh, blau. Hm. Und ihr seht, ich fahre immer mit dem Gang, ich brauche nicht immer zurückschalten, also das funktioniert auch schon sehr gut. Oh, der ist ein bisschen groß, da warten wir mal lieber. Da ziehen wir sonst negativ. So, schnelle Post mit E-Fahrzeug. Ja, jetzt geht natürlich das Wetter los, das was jetzt halt nicht mehr so viel Spaß macht. Meine Mopeds habe ich schon eingemottet. Ja, Roller ist zwar noch einsatzbereit, aber die zwei großen, die sind schon zugedeckt, die machen jetzt schon Schlaf. Guck mal, da hat aber jemand noch Spaß. Brrr. Auch im dritten Gang hier, seht ihr selber. Pfui, lässt sich der auch noch groß gut wegfahren. Wir hören uns gleich nochmal. Ja, liebe Leute, die ist doch ein bisschen kälter als ich gedacht habe, weil die sich ja wärmer anfühlt. Ich habe schon gedacht, ich wollte mal mit denen kuscheln, aber die sind weit anders beschäftigt hier. Die haben alle richtig Hunger, ah. Also, sonst hätte ich die mal alle zusammengeholt und dann hätten wir ein bisschen Wärme kuscheln machen können. Tatsächlich. Nee, nichtsdestotrotz. Also, ich muss sagen, für die Preis-Leistung macht die riesen Spaß. Also auch von der Beschleunigung, klar, man merkt die 10 PS, ja, aber nichtsdestotrotz, die kommt relativ flott aus dem Quark. Auch die ganzen Gänge lassen sich gut ausfahren. Lässt sich gut dabei schalten, wie ich euch schon erzählt habe. Fahrtechnisch, weil du halt hinten ziemlich tief sitzt, kannst du richtig Kurven räubern mit dem Teil. Also mein Fazit, klare Kaufempfehlung für den Motorone Revolver. Von der Optik sehr, sehr geil gehalten, haben wir ja schon mal gesagt. Und fahrtechnisch kann ich nichts Negatives sagen. Auch die ganzen Hebel kommst du richtig gut dran, lässt sich gut bedienen, ist alles butterweich. Also von mir aus, klare Kaufempfehlung. Ich würde sagen, das war's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte Daumen nach oben. Abonniert uns, nicht vergessen. Und wenn ihr technische Fragen habt, kommt meine Telefonnummer hier. Ruft mich einfach an und dann können wir alles Weitere besprechen. So, liebe Leute, jetzt habe ich es gerade vergessen. Mein lieber Kameramann hat gerade gesagt, wir haben ja an euch noch versprochen, wir machen noch einen Auspuffcheck, einen Soundcheck. Er hat sich eigentlich schon richtig, eigentlich für den 125er richtig kernig an, so richtig dunkel, dumpf, ja. Machen wir mal kurz. Ich glaube, da kann man nicht meckern, also für den 125er schon angenehm, ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bin gleich froh, wenn ich mir einen warmen Kaffee reinziehen kann und bis zum nächsten Video. Danke und tschüss.